Ja, das Bloggen ist halt für mich echt eine Herzensangelegenheit. Es ist für mich so eine Art der Verlängerung meiner Persönlichkeit, weil da weiß ich halt, wie ich mich ausdrücken kann. Ich bin der Dennis. Ich betreibe den Blog rapblog.com. Dort geht es um Hip-Hop-Musik im Allgemeinen, dann geht es um Fotografie, Filme, die jetzt neu rauskommen, verschiedene Tests von mobilen Gadgets, elektronischen Gadgets. Wir führen Interviews mit verschiedenen Künstlern, schreiben CD-Kritiken, Konzertberichte, fotografieren auf Konzerten. So viele Möglichkeiten in einer großen Stadt zu wohnen und gerade auch in Stuttgart, der ist ja auch mit Hip-Hop sehr arg verbunden, schon ewig und ja, es ist schön hier zu sein und also ich bin Dorfkind und auf dem Dorf aufgewachsen und ja, da gibt es halt nicht so viele Leute, die denselben Musikgeschmack teilen, den man halt hat und irgendwann wollte ich mich eben mitteilen, wollte mit anderen Leuten in Kontakt treten, die dieselbe Musikrichtung hören wie ich und die auch dieselben Sachen mögen, die ich auch mag. Und kam ich halt irgendwie darauf, ja, mich ins Internet zu begeben und mich damit zu teilen und habe dann, ich glaube, es war 2010 irgendwann ungefähr, habe ich dann meinen ersten Blog ins Leben gerufen. Ja, aber das war eher so ohne Konzept und ohne großes Ziel vor Augen, einfach nur, dass ich halt quasi mich mitteile und eben die Sachen niederschreibe. Dann kam irgendwann der Wunsch, schreib nur über Musik. Und dann habe ich gedacht, ja, such dir mal ein Konzept, arbeite was aus, wechsel vielleicht die Plattform, auf der du bloggst. Und bin dann bei WordPress gelandet, wo ich jetzt seit 2014 aktiv bin und seitdem dort mein Schabernack treibe. Was man nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich auch das Geld verdienen, weil Bloggen kostet Geld und ich bin schon einem Level, wo ich sagen muss, hey, das frisst so viel Zeit oder das nimmt so viel Arbeit auch in Anspruch und man muss sich in Themen einarbeiten, Inhalte aufbereiten, irgendwie Bilder schießen, wenn man irgendwie ein neues Produkt testet, etc. Und irgendwann will man da halt eben auch eine gewisse Gegenleistung sehen und deshalb habe ich dann langsam damit angefangen, den Blog zu monetarisieren. Ich habe erstmal Kleingewerbe angemeldet und habe dann eben auch angefangen, erste Werbepartner zu suchen. Genau, man schreibt dann eben bezahlte Beiträge, Advertorials oder man veröffentlicht einen Videoplayer in der Seitenleiste der Seite oder fügt irgendwelche Banner ein. Genau, und so kommt dann schon die ein oder andere Summe unregelmäßig rein, aber sie kommt rein. Ich möchte den Leuten gute Musik ans Herz legen oder die Sachen ans Herz legen, die mir persönlich sehr gut, selber gut gefallen.